fliege dicht an das Heck des Frachtflugzeugs, okay. Komm in, Light Aircraft, identify yourself and state your intent. This is Captain T in a 1989 Crop Duster. Just enjoying the beautiful San Andreas weather. Unidentified aircraft, divert your course or we will be forced to shoot you down. Really? Shoot me down? Well, that seems a little extreme, doesn't it? Finde ich eigentlich auch. Wir werden es einfach weiterhin tun, aber hier oben ist der Wind ganz schön böig, muss ich sagen, ne? San Chansky Bergkette, Sandy Shores, aber geil hier auch. Ey, es ist voll cool. Hui. Final warning, divert or you will be grounded. My fate's in your hands. So, kommen wir jetzt langsam auch mal hier an das Ding da ran. We are clear to engage. Fliege in das Frachtflug. Was? Die Rampe des Sprühflugzeugs kann darin landen. Wir können darin landen. Also ich kann da nicht drin landen. Man kann vielleicht. Ich allerdings nicht. So. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu blöd dazu. Ja, ich würde immer ein bisschen gerne Abstand haben und dann gerade darauf zufliegen irgendwie. So, hier zum, so zum Beispiel, ne? So. Haben wir hier vorsichtig rein da und dann... Boah, aber diese Böen, ey. Einmal hier eine... Sowas da. Hui. So, ich wollte mal ein bisschen hier Dingens da machen. Kurven und Dingens fliegen, ein bisschen Zeit verlieren oder ein bisschen Strecke verlieren, dass wir nochmal einen schönen langsamen Anflug von hier aus machen können. Das war eigentlich mein Ziel. So, wie machen wir das dann im Idealfall? Aber da hoch. So, und dann vorsichtig. Boah, diese Böen hier oben, das ist unglaublich. Weißt du, da kannst gar nicht gescheit auf dem Ding da landen. Das ist echt schwierig. Vor allem mit meinen grandiosen Flugskills. Ich würde sagen, wir machen das mal mit dem hier. So, wir stellen es mal gerade und dann machen wir hier mal... Oh. Nicht so eine gute Idee. Ich will mich aber nicht sicher landen. Och Mann. Ich komme da nicht mehr ran. Das ist jetzt mein Problem. Ich versuche jetzt hier nur sicher auf dem Boden jetzt zu landen, aber dann wird ja die Mission scheitern, ne? Ach Mist. Ja, land mal irgendwie. Ja, eben. Sprühflugzeug wurde zerstört. Wo starten wir denn jetzt? Ich hoffe mal an der Stelle, wo wir hoch dürfen. Hoffe ich mal. Ja, genau. Ab dem Teil hier. Es wäre mir ganz recht. So. Probieren wir es immer mit dem Lenkmanöver da. Oh. Falsche Taste. Ich habe mich gerade gewundert, warum es nicht das tut, was ich gerne möchte. So, jetzt aber. Hier schön nochmal da lang und dann sollten wir eigentlich da halbwegs schön drauf landen können. Wenn nicht, dann halt nicht. So, warte mal. Oh, nach oben. Nach da. So, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber rein da! Jetzt aber! Ach, Kollege! Boah, ich bin echt so blöd da drin. So, jetzt aber hier. Oha! Gut, ich habe gar nicht so gescheit darauf landen müssen. Ich hab gedacht, da muss ich jetzt voll punktgenau rein da, aber es reicht ja nur halbwegs. Ah, okay, das ist richtig so. So, ihr da alle mal weg da. So, die da oben, bitteschön. Ja, haben wir doch schon alles. So, wo haben wir sie denn? So, da fährt er geradeaus runter. Du da auch, bitteschön einmal. Du, ihr seid da schon unten, wunderbar. Kuda, bitte, danke. Warum kann ich nicht schießen? Oh. Weil keine Munition. Warum habe ich jetzt sowas ausgewählt? Nehmen wir lieber sowas hier. Ist viel gescheiter. Rechtsbündig und einmal. Das geht doch viel schneller hier. So. Können wir einfach mal nach vorne laufen? I'm the fucking boarding party.
Warte mal, warum steckt er echt mal sein Ding da weg? Das verstehe ich nicht. So, immer hier los da. So, einmal hier Q drücken. Die lösen sich. Ich habe gemacht, dass jetzt ein Fahrer drin in den Teilen. So, ich würde aber mal ganz kurz gerne warten, bis es uns wieder gut geht. So, und ich laufe trotzdem hier mal so in der Gegend rum. Alles andere wäre mir leicht zu unsicher. Denke ich mal. Irgendjemand da? Hallo? Jemand da oben? Boah, ich hoffe mal, da finde ich gleich immer eine Deckung. Ah, so machen wir das. Oh. So wie zum Thema. There's been a change of personnel and destination on the Meriwether jet. We are now landing in Mackenzie Field. Was? Auf was für ein Flugfeld landen wir? Erstmal auf die... In welcher... Okay. Weiter Landeanflug über hier. Oh, wow, wow. Da müssen wir landen. Changing frequency. Over. Ron, you there? I got the jet. You with the buyers? We're here, T. Awaiting your arrival. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir da irgendwie so den Sinkflug so bekommen, dass das irgendwie halbwegs passt. So. Ich versuche auf jeden Fall mal relativ von weit unten anzufliegen und dann halt eben den Winkel so zu da rum zu bekommen, dass wir da irgendwie. So, bis immer danach. Nein, es ist insofern nicht, dass ich ja relativ tief anfliegen muss. So, ich muss ja relativ tief anfliegen. Heißt, ich muss da schon rum. Das stimmt schon soweit. So, aber wenn ich nicht tief anfliege, dann habe ich ein Problem. So, wo ist denn da ist die Landebahn, oder? Ah, wo ist denn die Landebahn? Warte mal. Ah, noch weiter. Okay, hier ist die Landebahn. Warte mal. So, mach hier noch da. So. Geschwindigkeit und dann ganz vorsichtig. Ah, da ist es. Ich verstehe schon. So. Da und dann da runter, oder? Wenn wir jetzt hier so... Nein, eigentlich möchte ich einfach nur gerne hier landen. So, eigentlich sollte ich viel gerade anfliegen, aber irgendwie funktioniert das. Attention aircraft. This airspace is prohibited. Reverse course now. Was? Warum? Warum? Ich sollte da doch landen. Das verstehe ich nicht. Meriwether Cargo Jet to Ground Control. Please be advised of a change of destination. We are now landing in Mackenzie Field. Ja, also doch da. Ja, aber warum? Was ist da jetzt falsch gewesen? Das ist doch hier das da. Warum muss ich von der anderen Seite aus anfliegen? Warum muss ich von der anderen Seite aus anfliegen? Stopping radio channels. Over. Ronnie, the cargo jet is now part of the TP Enterprise fleet. You with the Max? Welcoming parties here, Trevor. Ja, ja, ich flieg doch schon safe. Aber irgendwie... Ich weiß es nicht. So, ich möchte einigermaßen von da aus anfliegen. Das stimmt ja eigentlich soweit schon, oder? Oder ist überhaupt das Flugfeld falsch? Haben die mal mein Flugzeug kaputt gemacht? Echt? So, schön aber hier rumziehen. Warum soll ich denn höher fliegen? Ich würde hier gerne landen. So einfach so aus Prinzip. Ich kann nur ein bisschen hochziehen. Ja, ist ja in Ordnung. Aber ein bisschen höher ja auch nicht wirklich. So, das muss ich mir ein bisschen konzentrieren für den Landeanflug. Kollege, ich muss landen. Ich habe das im Griff. So, haben wir ein Fahrwerk? Hey, was ist denn da los? Ich verstehe das einfach nicht. Muss ich von der anderen Seite aus anfliegen? Dann machen wir das halt von der anderen Seite aus. Oh, Leute. Come in, Air Traffic Control. There has been a change of personnel and destination on the Meriwether jet. We are now landing in Mackenzie Field.
Ja, dann machen wir das halt von der Seite aus. Gut. Ist es das Kleine da, oder was? Changing frequency. Over. Ron! Ron, you there? I got the jet. You with the buyers? We're here, T. Awaiting your arrival. Hä, wo ist denn das jetzt, wo wir landen müssen? Ist ja nicht da. Oh. Wo ist das Ziel? Ach, da oben! Oh. Ja gut, okay. Ich verstehe den Fehler, den ich gemacht habe. Hä, aber ich habe so einen schönen Landeanflug gemacht. Looks like a problem. Attention, Mary Weatherjet. We're under orders to escort your base. Change course or we will engage. Oh, or you could diddle yourself. It's a big plane, boss. Ja, ich gehe ja schon hoch. Ist ja schon alles noch. Hey Ron, so the freaking Air Force are on me. They deployed jets. Try and fly over them, T. Over them. Fly above them. All right. Comply immediately. Maybe I'll give you 10% of what's in the hole. Then we're all happy. So, hä, was sollen wir tun? Einfach drüber hinwegfliegen oder was? Einfach höher, okay. Ich hab gerade mal vorhin gechillt, einen Landeanflug und so, aber irgendwie ist nicht so. Hä, da kann ich doch gar nicht landen. Warte mal, Takedown is authorized. Change bearing or we will engage. I don't think you understand the app. Was mache ich denn falsch? Ich versteh's nicht. Ich war doch voll schön. Letzter Versuch, komm, dann überspringen wir. Ich glaube, ich darf nicht so viel Gas geben. Meriwether Cargo Jet to Ground Control, please be advised of a change of destination. We are now landing in Mackenzie Field. Geht das Flugzeug einfach kaputt? Machen die das kaputt oder was machen die jetzt damit? War das das Problem, dass sie das kaputt gemacht haben oder wo liegt immer das Problem dabei? Swapping radio channels. Over. So. Ronnie, the cargo jet is now part of the TP Enterprise fleet. You with the Max? Welcoming parties here, Trevor. Ja, sowieso. Jetzt gebe ich mal kein Gas. Mal schauen, ob jetzt das Ding nicht mehr kaputt geht. Sieht aber trotzdem so aus, als würde es kaputt gehen. Boah, eine schöne Boeing aber auch. Denke ich mal, sowas in der Art. Oh, or you could diddle yourself. Ron, I've got the fucking Air Force on me. Shit. Gain some altitude. They might not tangle with you up there. We'll see if that helps. Any offensive action will be met with overwhelming retaliation. Maybe I'll give you 10% of what's in the hole, and we're all happy. Was machen die jetzt eigentlich hier? Jetzt verstehe ich gar nicht, warum nicht begleiten. Naja, was willst du machen? Wir fliegen auf jeden Fall halbwegs in Richtung da, wo wir hin müssen. Und ich verstehe halt nicht, was ich falsch mache, wo wir hin müssen. Also ich gebe jetzt auch fast hier keinen Schub oder sowas, einfach weil ich denke, dass uns das Flugzeug wieder aus... hier kaputt raucht und so, ne? Takedown is authorized. Change bearing or we will engage. I don't think you understand the effort I've gone to be here, pal. Ja, ich denke mal, dass sie das nicht verstehen. Nein, das sind ehrlich arbeitende Leute, die werden das, glaube ich, nicht verstehen. Hä, heißt, wie komme ich da jetzt aber zum Landen? Das verstehe ich nicht so wirklich. Warum ist das schon wieder kaputt? Ich hätte so gerne gelandet, das Flugzeug, aber ich weiß einfach nicht, was ich falsch mache. Ja, wirklich. So, jetzt aber. Ah, okay. Das ist beruhigend. Auf einmal kommt es hier zu. Das finde ich einfach super. So, einmal rauslaufen hier und dann, wie springe ich denn? Einfach rauslaufen oder springen. Springen! Wo muss ich denn landen? Wie öffne ich meinen Fallschirm? A und D. Okay. Wann mache ich hier mein... Wo muss ich überhaupt landen? Ich möchte gerne nicht so arg weit weg landen. Drücke das, um den Fallschirm zu öffnen. Na gut, noch nicht. Ab wann macht es den Sinn, den zu öffnen? Ab jetzt. Ich glaube, ab jetzt macht das Sinn. Hui. Hui. Muss ich ungefähr so bei meiner Wohnung landen? Ich weiß jetzt nicht genau, wo die ist. Aber es ist eine schöne, schöne, schöne Fallschirmflugfahrt. Oh, das ist eine Handyantenne, denke ich mal. Oh. Heyo. Wo lande ich hier denn mal Schönes?
Mitten auf der Straße, mitten auf dem freien Feld. Ach, cool hier, muss ich sagen. Das gefällt mir. So, mitten an der Straße ist, glaube ich, nicht so optimal. Derweil wir da so ein paar Strohmassen haben. Okay, hier ist auch nicht so optimal. Aber ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit, ohne Schaden da zu landen. So. Tag, Trevor-Kollege. Ach, ganz gemütlich hier, oder? Ach, wunderbar. Sauber. Aber schön hier. So, jetzt laufen wir dem Sonnenuntergang entgegen, oder was tun wir hier? Ach, wir sind fertig. Leichte Turbulenzen. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber... überspringen. Dankeschön. Dass du mir das gerade hier nochmal unter die Nase reibst. Naja, wir dürften hier gleich in unserem Haus sein. Heißt, wir könnten einmal eine Runde speichern und nächtigen. Achso, erstmal anrufen. Ganz wichtig. Trevor! Shit, are you okay? I saw the plane go down. I survived, and Lizard Army didn't do so well, so that's something. Ah, oh, thank God. The fuselage went into the Alamo Sea. You might be able to salvage the hardware with dive gear or something. Ah, oh, good idea. But it'll take time. Tell Oscar he ain't getting these guns. Okay, look, I gotta ask. Are you in with the federal government? An agent Sanchez was round here saying you and Michael had to meet his supervisors at the garage, the cook site. Fuck, I gotta do this, okay? But I'm using them, alright? They ain't using me. Let's make that clear. So, einmal rein hier, dann würde ich gerne einmal speichern. Dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute, ne? Vor allem ist auch noch schön hier. Vormittag morgens, im Idealfall. Vielleicht, wenn er nicht wieder so lang schläft. Faules Stück, so. Nehmen wir den hier mal und dann sollte es wie viel Uhr sein? Steht meistens um 10 auf, der Kollege. Ja, wie eh und je, kannst du deine Uhr nachstellen. Naja, gut. Wie ich sagen, war es das erstmal für heute. Wir suchen dann in der nächsten Folge mal nach einem neuen Auftrag. Da steht doch so ein cooles Fahrzeug, das leider weg ist. Egal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.